Ja, die Ringana-Philosophie. Was ist deren wahres Geheimnis für deren Erfolg, also für Ringana, für den Erfolg bei Ringana, also Ringana frische Partner? Ich möchte hier meine Erfahrungen geben. Ich selbst bin kein Ringana frische Partner, habe auch keine Geschäftsbeziehung mit Ringana, aber ich darf etliche Ringana frische Partner trainieren und daraus habe ich etwas festgestellt, was meiner Meinung nach der wahre Grund für diesen Boom bei Ringana ist, für deren Philosophie. Also Punkt Nummer eins, wie gesagt, ich bin kein Ringana-Partner. Habe ich dann Erfahrung bezüglich Ringana? Naja, ich wohne in Hartberg, aber deswegen hat man keine Erfahrung, sondern ich habe in meinem Netzwerk, ich habe viele, viele Kunden, die bei Ringana frische Partner sind und die ich trainieren darf, denen ich zeigen darf, wie man Social Media richtig macht. Kurz zu mir, sorry, ich bin der Willi. Im 7. Monat im Network Marketing war mein Umsatz bereits 210.000 Euro und das nur mit Facebook, ohne meine Freunde anzusprechen, ohne Partys zu machen. Und unterhalb von diesem Video findest du auch meinen Gratiskurs 110 Vertriebspartner in 30 Tagen. So viel habe ich erreicht. Also, Punkt Nummer zwei ist, wie schaut es denn grundsätzlich aus mit der Zukunft im Bereich Social Media? Also, es ist ja nicht mehr wegzudenken und in den letzten 2 Jahren hat man gemerkt, dass Ringana und aber auch die anderen Network-Marketing-Firmen extreme Umsatzzuwächse hatten. Ja, es waren keine Homepartys möglich, keine Events waren möglich und hier haben viele, viele Unternehmen gelernt, mit Social Media umzugehen. Und jetzt kommen wir zu dem wahren Geheimnis der Ringana-Philosophie. Es gibt hier etliche Punkte, die mir gut gefallen, aber ich möchte einen Punkt herausnehmen. Das sind die Regeln für die frische Partner. Ne? Am Anfang habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, wie ich das gesehen habe, puh, das ist streng. Das war so vor circa 1,5 Jahren. Und da habe ich gelesen und habe auch von den Ringana frische Partner die Information bekommen, sie dürfen nicht akquirieren, also dürfen zum Beispiel keine fremden Menschen akquirieren. Am Anfang habe ich mir gedacht, okay, da war das Thema Akquise noch irgendwie interessant, ja, weil man Erfolge erzielen konnte, haben wir gedacht, das wird spannend. Jetzt, wenn man sieht, die Entwicklung auf Social Media, muss man Ringana gratulieren zu dieser Philosophie, ganz klar, weil sie nämlich in den Regeln genau sagen, wir wollen diese Akquise nicht. Also, und das bringt viele, viele Vorteile. Es bringt Vorteile auf Facebook, weil die Menschen viel mehr Sichtbarkeit haben, die frische Partner. Gleich was dazu. Und vor allem der Name Ringana, der hat an Wert gewonnen, weil man eben von Ringana frische Partner nicht belästigt wird. Ja, weil man einfach nicht irgendwie 100 Nachrichten bekommt in sein Messenger-Postfach, das ja niemand will. Und jetzt zu der Akquise. Es hat sich einiges geändert auf Facebook. Früher konnte man sehr, sehr gut akquirieren, das heißt fremde Menschen auf Social Media anschreiben oder mit Sprachnachrichten. Mittlerweile ist die Quote sehr schlecht, 100 zu 1, also man braucht 100 Nachrichten, um einen Kunden für Ringana zu gewinnen. Und jetzt ist es so, dass andere Networker sich sehr, sehr schwer tun, weil sie in dieser Akquise stecken, aber als Ringana frische Partner musste man schon vor Monaten oder Jahren umdenken und sagen, gut, was kann ich statt Akquise machen? Und hier möchte ich dir auch meine Lösung präsentieren. Meine Lösung ist ganz klar und das passt ja mit der Philosophie von Ringana zusammen, dass die Menschen zu dir kommen. Also die beste Funktion ist Google, weil Menschen jetzt auf Google nach Ringana-Produkten suchen, ja, oder auch grundsätzlich nach Kosmetik, die du als Ringana frische Partner anbieten kannst. Die Menschen suchen das auf Google, finden dich auf Facebook. Nachteil an dieser Google-Funktion, die es auf Facebook gibt, ist, dass du sie erst aktivieren musst. Und ich habe hier unten, also unterhalb von diesem Video, einen Gratiskurs vorbereitet, wo ich dir genau zeige, wie du eben Facebook richtig nutzt. Und ja, so viel zu Ringana Philosophie und aus meiner Sicht dem wahren Geheimnis. Rock it. Ciao, ciao. Bye.